Ja, guten Morgen Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Heute mal mit einem Film über Mineralienstrahlen. Ja, wir wollen heute mal los. Ja, ich werde gleich abgeholt. Und da hinten kommt schon mein Abholer. Dann sage ich mal Glück auf uns. Frühzeitig losfahren müssen. So Leute, wir sind jetzt unterwegs hier auf der Autobahn. Wir wollen ins Hochsauerland, mehr verrate ich auch nicht. Denn als Mineraliensucher ist man ja immer so halblegal unterwegs. Und da muss ich aufpassen, was ich zeige und was ich mache. Also, hier sind wir in Hagen, wie ihr seht. Ja, wir nähern uns an den ersten Fundpunkt. So, jetzt haben wir uns entsprechend angezogen. Helm ist auf. Ja. Wir müssen ein bisschen auf die Unfallverhütungsvorschriften Acht geben, soll nichts passieren. Wir wollen keinen Ärger kriegen und auch keinen Ärger bereiten. Ja, der Zugang geht hier über den Waldweg rein. Dann wollen wir mal gucken. So, jetzt haben wir den Anmarsch hier zu machen. Und dann wünschen wir uns mal Trüff, ne? Zum Trüffeln, wohl? Hier, das ist der Christoph. Der geht jetzt mit da rein. Dann wollen wir mal gucken. Mit dabei ist hier noch der Uli. Der will auch ein bisschen Geschmeide sammeln. Hat er gesagt, seine Sammlung wäre noch nicht voll. Endlich mal wieder einen Steinbruch sehen. Ja, dieser Steinbruch wird mir verwehrt bleiben. Da komme ich nicht runter. Ja, das hier war eine Nullnummer. Die anderen haben auch nichts gefunden. Ich selber kann da nicht rein. Ich bin ja ein bisschen gehandicapt durch meinen Motorradunfall. Kann ich leider diese steilen Hänge nicht mehr laufen. Ich muss gerade reingehen können. Und das tue ich mir nicht an. Schade eigentlich. Aber jetzt fahren wir zum zweiten Steinbruch. Ja, vielleicht haben wir da mehr Glück auf. So, jetzt geht es in den anderen Steinbruch im Hochsauerland und wollen mal gucken, was da los ist. So, wir sind jetzt hier an einem Steinbruch im Hochsauerland und mal gucken, ob wir hier was finden werden. Ja, dann wandern wir mal da rein. Imposante Geräte. Ja, hier in den Letten könnten wir mal gucken nach Quarz. Gehen wir mal da ran. Ja, alles kompakt, aber man muss mal sehen. Eh? Ja, hier haben wir eine bergfrische Quarzdruse. Aber das ist so ein 50 Kilo Brocken. Da gehen wir mal nicht dran, vor allen Dingen nicht, weil wir hier direkt am Hangenden sind. Ja. Hier haben wir eine Calcit-Drose mit Skalenoedern. Ja, das ist eben so bei Mineralienstrahlen. Ja, man muss erstmal viel gucken, bevor man überhaupt was findet. Ja. Und dann geht man auch Schneider aus so einem Bruch. Das ist auch keine Seltenheit. Ja, da ist ein frisches Haufwerk, da kann man ja mal prospektieren. So, jetzt sind wir hier an so einem Ufer mit so schwarzen Steinen. Und in den schwarzen Steinen, da sind so Quarze drin und in den Quarzen und auf den Quarzen gibt es dann Sphalerite. Haben wir auch schon gefunden, aber alles mehr so im Mikromount-Bereich, also nichts zum Mitnehmen für unser ein. So, an dieser Stelle gibt es ein bisschen Quarz, aber zerlegt, bergfrisch. Mal gucken, was rauskommt, sauber gemacht.
Ja, hier können wir ein bisschen im Dreck wühlen. Und was wir so finden, wie gesagt, ist alles bergfrisch. Das sind solche Malachitstufen. Ja, man sieht so ein bisschen was, aber muss alles noch gereinigt werden. Aber ich denke, hier kommt noch was raus. So, Christopher guckt auch schon. Sehr optimistisch. Gefunden hat er auch noch nichts. Ja, und hier finden wir Malachit und Quarz. Müssen wir ein bisschen wühlen. Naja, immerhin, ein Eisenkiesel hat es gebracht. Und eine Matrixstufe mit Malachit, aber ob das was wird, das muss erstmal unter dem Wasserkran, glaube ich. Ja, da unten, da war es also hervorragend gut. Jetzt wollen wir mal gucken, wo die anderen sind. Dann gucken wir weiter. Ja, da kann man mal sehen, was das für eine Arbeit ist, oder? Wir haben aber auch einen Wind heute. Ja. Zeig mal die Druse, komm. Für unser Internetvolk. Oh ja. Oh ja, super. Guck mal. Die untere Hälfte ist aber ganz stark. Die ist noch drin. Ja, guck mal. Schöne Bergkristalle. Ja. Strahlen ist nichts für Weichen. Es ist harte Arbeit. Und wirklich, noch man sieht überhaupt nicht, was man findet. Das sieht man jetzt so aus. Da hier haben wir so eine Stufe, bergfrisch sozusagen. Man sieht nur die Klüppelkes. Ja, man sieht, dass da sind Rosen drin. Ja, aber wie sieht man da nicht. So, dann beschließen wir das. Das Wetter wird auch immer useliger. Da hinten, da kommt ein Riesenschauer. Da muss man das nicht unbedingt jetzt noch hier weiter heraufbeschwören, dass man da noch ein Plätzchen nass wird in den Steinbruch. Gefunden habe ich einigermaßen gut, also ich bin zufrieden. Es sind keine Superstufen, aber was Nettes zum Angucken und mal wieder was Neues für die Sammlung, würde ich mal sagen. Ja, dann sage ich mal Tschüss und Glück auf für die Reisensammler und bis zum nächsten Mal in einem meiner nächsten Filme. Ja, so, die Steine, die haben jetzt einmal einen Wasserhahn gesehen, das ist das, was ich mitgenommen habe. Zwei, drei Quarzstufen. Ja, die müssen allerdings dann noch in, die kommen gleich noch in Spülmaschine. Ja, da kriegen die noch einen richtigen Glanz weg, die Quarze. Ja, hier noch ein Stück Quarz. Nicht? Glitzert ja schön. Das ist hier noch ziemlich dreckig. Der wird dann in der Spülmaschine, denke ich, auch schön. Ja, dann habe ich hier so eine Matrixstufe. Die Matrixstufe mit dem Malachit drauf. Ja, da sind noch kleine Malachite drauf. Hier habe ich noch eine Quarzstufe. Kommt auch gleich in die Spülmaschine. Ja, und das hier, das ist auch so ein Stück, so ein Stüfchen mit Calciten. Und das tue ich auch gleich noch in die Spülmaschine. Naja, gut. Wollen wir nicht klagen. Hab was Schönes gefunden und gut ist. Glück auf!